Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Als erstes zeigen wir euch heute, wie im Theatrium die Gewerke zusammenarbeiten. Danach ein kleiner Moment des wunderbaren Regens, wonach dann die Sonne kommt. Und als drittes zeigen wir euch, wie eine Affenfaust gebastelt wird. Und jetzt geht's los. Wenn ihr bei uns im Theatrium sitzt und eine Show anguckt, dann arbeiten ganz, ganz viele Gewerke vor und hinter den Kameras, vor und hinter der Bühne zusammen. Und wie das so funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Einen schönen guten Abend, ich würde gerne anfangen. Sind denn alle bereit? Kameras. Kameras bereit. Wunderbar. FOH? FOH bereit. Backstage, ihr auch fertig? Backstage ready. Dann können wir loslegen. Und wir gehen live in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, mein Name ist Tobias, ich bin hier an Bord First TV Operator. Das heißt, ich und mein Team, wir sind dafür verantwortlich, alle Shows und Sendungen, die so im Theatrium stattfinden, zu produzieren, aufzunehmen, zu übertragen und dann auch bei Ihnen auf die Kabinen zu liefern. Die Primetime ist unsere tägliche Abendsendung hier an Bord. Das Spannende daran ist, die Sendung ist sehr divers. Jeden Tag passieren andere Dinge. Einmal ist die Sendung eine Talkshow, dann ist sie eine Gameshow, dann ist sie eine Show, in der es um Musik geht. Für die Primetime müssen eine ganze Menge Gewerke zusammenspielen. Das fängt an beim Media Manager und unserem Entertainment Manager, die sich überlegen, was kommt eigentlich in der Primetime vor. Kurz vor der Sendung werden dann alle Gewerke abgefragt und sobald alle Gewerke sagen, sie sind bereit, geht die Sendung los. Das Besondere an Bord ist, wir sind live. Das heißt, egal ob Sie im Theatrium sitzen oder auf Ihrer Kabine im Fernseher, das, was Sie sehen, passiert jetzt gerade. Während wir hier oben auf Deck 7 in der Regie und im Theatrium live die Primetime produzieren, da geht's unter der Bühne schon richtig heiß her. Die Kollegen aus Kostüm und Maske, die bereiten jetzt schon den Cast und die Kollegen, die gleich nach der Primetime auf der Bühne stehen, vor, denn die Show, die beginnt nur wenige Minuten später. Hi, mein Name ist Anna, ich bin eine von drei Dresserinnen hier an Bord von Aida Perla. Gerade haben wir noch Nadja für die Primetime fertig gemacht. Und jetzt bereiten wir schon das Show-Ensemble vor. Ein Dresser an Bord eines Kreuzfahrtschiffes macht eigentlich alles im Background, was für eine Show dazugehört. Wir machen die Kostüme, wir machen das Make-up, wir machen die Haare, wir helfen den Künstlern während einer Show, falls wir sogenannte Quick-Changes haben, sogenannte Umzüge haben während einer Show. Wir sind quasi die Backstage-Mutti des Theaters. Wir richten die Kostüme ein, wir kontrollieren die Kostüme, ob es irgendwo Risse gibt, ob irgendwelche Haken oder Ösen gewechselt werden müssen, ob alles sauber ist natürlich. Dann bereiten wir die Schminkplätze für die Künstler vor, das heißt, wir legen die Make-ups, die sie für die jeweilige Show brauchen, zurecht und machen dann denen die Haarfrisuren, die genau nach Vorgabe für die Show vorgesehen sind. Es gibt sogenannte Moodboards, da steht ganz genau drin, welche Styles die Haare haben sollen oder das Make-up haben soll. Und danach müssen wir uns auch richten. Ladies and Gentlemen, this is your 5-Minute Call to Show. 5 Minutes to Show. Das war die Stimme aus dem FOH, dass die Show gleich losgeht. Also lasst uns mal gucken, was die Kollegen da oben so machen. Hallo, liebe Gäste. Ich bin Marcel, bin Stage Operator auf Aida Perla und bin für die komplette Bühnentechnik hier an Bord verantwortlich. Es greifen insgesamt 7 verschiedene Zahnräder ineinander, dass eine Show überhaupt ordentlich, fachmännisch und strukturiert auf die Bühne gebracht werden kann. Natürlich gehört dazu ein Bühnentechniker, ein Lichttechniker, ein Tontechniker, das TV-Team, der Showmanager, die Dresser und der Media-Manager. Die Bühne kann so einiges. Wir haben 7 verschiedene Elemente, die sich nach oben und unten bewegen können, mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. Die Show, die in Hamburg geprobt wird, ist natürlich nur auf ebener Fläche. Da wir jetzt mittlerweile 13 verschiedene Schiffsklassen haben, sind alle Bühnenböden in Hamburg im Entertainment House auf den Boden aufgeklebt. Am Ende, wenn sie aufs Schiff kommen, bewegen sich diese Flächen natürlich auch. Die schwierigsten Shows für uns im FOH kann man sehr gut unterscheiden. Alle Shows, die mit Artisten, Solisten und Tänzern auf der Bühne sind, sind natürlich für den Stage Operator die kompliziertesten. Nur mit vielen Proben und wenn alle Gewerke ineinander greifen, können wir hier im Theatrium auf Aida Perla für Sie die besten Shows auf die Bühne stellen.
Egal wie die Umgebung ist, man muss probieren, immer das Beste daraus zu machen. Und nach jedem Regen kommt Sonnenschein. Und das haben die Kollegen der Mar mal festgehalten. She's a light, she's a fire, she's a tender soul, and I love her so. It breaks my heart to watch her go. I'm not let down, what comes around goes around. And when you feel the pain, remember, sunshine follows rain. Ich weiß gar nicht, ob ihr es auch schon gemerkt habt, aber in Supermärkten sind schon die ersten Weihnachtsartikel. Und da haben wir uns gedacht, und ganz ehrlich, ist auch mein privater Traum, ich wollte schon immer der Erste sein, der Last Christmas irgendwo mal ansagt. Und ihr hört es schon im Hintergrund, da läuft es. Und weil es so schön dazu passt, habe ich ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Und zwar, guck mal hier, das ist eine Affenfaust. Und die basteln wir jetzt mit Entertainment-Managerin Laura. Viel Spaß! Ja, einen schönen guten Tag, liebe Gäste. Recht herzlich willkommen in einem ganz besonderen Bereich von AIDA Stella. Wir sind bei unserem Bootsmann ganz vorne im Schiff, in der Spitze des Schiffes. Und heute wollen wir Ihnen was ganz Besonderes zeigen, die sogenannte Affenfaust. Sie kennen das vielleicht, Sie haben es beim An- oder Ablegen schon einmal gesehen. Die erste Leine geht an Land und da ist am Anfang immer so ein runder Ball, sage ich mal. Und das nennt man im Fachjargon die Affenfaust. Ich habe den ganzen Tag geprobt, habe viel geschwitzt, meine Damen und Herren. Und jetzt machen wir das einmal gemeinsam. Da brauchen Sie ein Seil, was ca. 2 Meter lang ist. Wir starten mit der linken Hand, legen das Seil einmal in die Handfläche, sodass ein bisschen übersteht. Gerne die Finger ein bisschen spreizen und dann wickeln wir 4-mal rum. 1, 2, 3, 4. Ganz wichtig, es darf nicht über Kreuz gewickelt werden. Es muss alles ganz brav nebeneinander liegen, schön sortiert, nicht durcheinander bringen. Jetzt müssen wir ein bisschen umgreifen. Das heißt, die linke Hand, Zeige und Ringfinger greifen durch die Lasche. Und Ring und kleiner Finger sind quasi darunter. Dann haben Sie einfach einen besseren Griff. Und jetzt geht es los. Das ist der Geheimtrick. Wir gehen jetzt mit dem überstehenden Seil einmal hinten um alle Laschen rum, kommen vorne wieder an, müssen auch gucken, dass sich da nichts verschiebt. Dann sieht das so aus. Und dann legen wir quasi um die erste Runde das Seil oben drüber. Das ist ganz wichtig. Oben drüber geht es unten drunter, wird es nicht funktionieren. Also einmal oben drüber, wieder bis 4 zählen. Die erste Runde hatten wir schon gemacht. Das heißt, Sie sehen auch hier, hier haben Sie Ihre 4 Seile. Hier oben sind die 4 Seile. Also bis hierhin sieht es wunderschön aus, meine Damen und Herren. Man muss immer so ein bisschen festhalten, dass einem da nichts aus der Hand gleitet. Und um es festzumachen, gehen wir jetzt mit dem letzten Stück des Seiles einmal von oben, von links nach rechts, huch, durch die Kugel quasi durch. Sie werden es dann schon merken, es ist schon kugelförmig. Dann gehen wir mit dem letzten Stück quasi noch mal unten lang. Von vorne sieht es aus wie von links nach rechts durchgezogen. Dann schieben wir das quasi in die Körperrichtung, denn das Ganze müssen wir auch 4-mal machen. Das heißt, wir machen jetzt quasi die inneren Schlaufen. Wir gehen also wieder von rechts nach links. Einmal durch. Wie gesagt, einmal kontrollieren, ob das schön nebeneinander liegt. Und dann gehen wir von links nach rechts wieder durch. Das ist ein bisschen kompliziert, da müssen Sie auch aufpassen, dass Sie nicht schummeln und nicht die Seile vertauschen. Das heißt, das erste Seil ist am nächsten an der linken Hand. Das zweite Seil ist jetzt näher an der Außenseite. Und dann das letzte Mal unten durch die Lücke und durchgezogen.
So, jetzt haben sie alles geschafft. Sie sehen, sie haben oben 4 Seile. 1, 2, 3, 4. Hier sind 4 Seile. Und auch hier haben wir 4 Seile an der Zahl. So, man macht das ja am Anfang des Seiles, um es zu werfen, dass es ein bisschen schwerer ist. Das heißt, man muss noch ein Gewicht in die Mitte legen. Das heißt, Sie können das, wenn Sie es sehen, in eine Lücke reinschieben. Das kann ein Stein sein, das kann irgendwas sein, was ein bisschen schwerer ist. Das kann auch gerne Knete sein. Wenn das locker ist, fangen wir jetzt an, das fester zu ziehen. Das heißt, wir suchen uns ein Ende raus. Das kurze macht sich immer ganz gut. Das halten wir dann fest. Und dann ist das so ein bisschen wie beim Schuhe schnüren. Das heißt, hier wird festgehalten. Und dann ziehen wir den Nachbarschnürsenkel quasi ein bisschen fester. Dann werden Sie merken, hier entsteht ein Lockerungsgefühl in der nächsten Schlaufe. Dann drückt man, dann erhebt sich die nächste Schlaufe. Dann werden Sie schon merken, die sogenannte Affenfaust schließt sich um das innere Gewicht. Und dann macht man das quasi einmal komplett ringsherum. Das kann ein bisschen dauern, das kann auch sein, dass man das zweimal machen muss. Aber das Festziehen ist wichtig, denn am Ende zählt dann natürlich, wie die Affenfaust aussieht. Wie gesagt, immer gucken, dass sich da nichts verschiebt. So sieht die Affenfaust aus. Die ist noch ein bisschen lose. Wie gesagt, wenn Sie immer weiter schieben und festziehen, sieht es am Ende so aus. Meine Damen und Herren, aber dafür finde ich, ist es doch ganz nett geworden. An der Stelle wünsche ich Ihnen viel Spaß beim selber basteln. Und man kann es natürlich nicht nur nutzen, um eine Leine zu werfen. Das Ganze ist auch ein wunderbares Hundespielzeug. Wenn Sie mit dem Hund Gassi sind, werfen Sie den Ball, er flitzt hinterher. Und wenn Sie Glück haben, bringt er Ihnen die wieder anstatt die. Viel Spaß! Und ich weiß, ihr wollt auch die Ersten sein und deswegen freuen wir uns, wenn ihr jetzt hier unten eure schönsten Weihnachtsbilder von Bord postet. Und jetzt kommen wir zum Schluss wie immer zu den schönsten Bildern von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Viel Spaß und bleibt gesund! I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through. And then you pulled the rug. I was getting kinda used to